Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush4Defic89 zurück bei Let's Play Fire Emblem Three Houses. Wir haben gesagt, dass wir die Nebenquest Blutzoll nutzen. Bestreiten. Und als Hauptcharakter stehen ja, sowohl unser gerade frisch aufgestiegener Ignaz. Er hat es auch schon auf die Oberstufe zu einem Assassinen geschafft. Wollte eigentlich, dass er ein Scharfschütze wird, aber naja. Dafür muss sein Bogen noch einiges besser werden. Aber hey, als Assassine ist er sowohl im Nah- als auch Fernkampf wirklich gut. Und er kann mit dem Schwert auch gut umgehen, also passt das eigentlich ganz gut. Und er kann jetzt zudem auch Schlösser knacken. Ja. Er müsste aber noch zum Schwertmeister hier werden. Dazu benötigt er bessere Schwerttechniken. Es dauert noch ein bisschen, bis dass ich alle meine Charaktere auf die Oberstufe hochsteige, aufsteigen lassen kann. Ja, aber okay. Also sowohl Ignaz als auch seinen Namen vergesse ich bislang noch, aber den möchte ich ja auch mal irgendwann anwerben, weil dann hätte ich einen starken Ritter an meiner Seite. Naja, starten wir erstmal durch mit Blutzoll und das klingt an sich schon interessant. Vielleicht tue ich dafür einen anderen Spielstand rein, weil für den Fall, dass ich jetzt doch nicht erkunden kann nachher... Aber das müsste eigentlich möglich sein. Das müsste möglich sein, ne? Das wäre es noch. Wenn es nicht möglich wäre, danach noch auf Erkundungen zu gehen, weil ich nutze einen einzigen Kampfpunkt und danach müsste ich eigentlich dann zurückkehren. Versuche ihn ganz in Ruhe darüber nachzudenken. Wir brechen unverzüglich auf. Und, ja, in der Praxis kann man auch besser lernen. Ist auch klar, wie Kloßbrühe. Also, manche... Es gibt halt unterschiedliche Art, wie Leute am besten dazulernen können. Und in seinem Fall ist es natürlich in der Praxis. Ignaz! Danke, Sensei! Raphael-kun, bitte.
Raphael, das muss ich mir natürlich merken. Ignaz und Raphael. Ja. Den Namen muss ich mir wirklich richtig da einprägen. Das muss endlich mal da reingespeichert werden. Na gut. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt endlich los. Ich bin schon gespannt, wie das jetzt noch ausgehen wird. Was da für uns zu tun ist. In dieser einen Quest mit Manuela und Hannemann, da war es schon ziemlich heftig. Da musste ich vieles unterbrechen und damit leider auch sowohl einige Schätze liegen lassen, als auch, ja. Musste auch so einiges an Schätzen liegen lassen. Das war wirklich blöd, dass das passieren musste. Als auch, ja, Schätze und auch Items musste ich liegen lassen. Das war wirklich blöd. So, aber ich glaube, so passt das eigentlich. Aber ich muss erstmal auf der Karte gucken, was da jetzt genau abgeht. Das sind doch keine Monster, das sind alles... Oh, und doch. Riesenwölfe, und die arbeiten natürlich dieses Mal zusammen. Also diesmal gibt es kein Gegeneinander. Und ein Rittmeister. Und da ist auch schon es mit einem Oberstufengegner zu tun. Und auf der Seite, ja, die sind alle ziemlich gut verteilt hier. Mit Raphael als Faustkämpfer. Obwohl er mir jetzt Ritter lieber wäre, aber als Faustkämpfer kann er sich umso mehr bewegen. Das ist auch so ein Heilfeld. Und, oh, Händler. Die gilt es anscheinend zu beschützen. Die können sich natürlich auch wehren, aber... Naja. Und was ist mit der Brücke? Ja, wie kann ich die aktivieren? Muss ich da einfach hingehen? Ach du Heiliger, und natürlich... Allerlei Feinde warten hier. Die Bürger müssen alle in Sicherheit gebracht werden. Das gilt es auf jeden Fall zu schaffen. Ich hoffe, dass das auch irgendwie reichen wird. Vielleicht sollte ich lieber Edelgard reinholen ins Team. Weil dann hätte ich eine weitere Flugeinheit, die sich schnell herumbewegen kann. Aber wen sollte ich dafür raustun? Jemanden, der auch gerade ein bisschen gelevelt wäre. Aber dann verliere ich jetzt tatsächlich einen weiteren Schlossknacker. Aber obwohl, gibt es überhaupt eine Truhe? Das habe ich jetzt gar nicht feststellen dürfen, weil das ist natürlich auch ein neues Gebiet, so ziemlich. Und da muss man natürlich auch überprüfen, ob da nicht auch noch etwas anderes wäre. Nee, ist mir nicht so aus, jetzt gibt es ja eine Truhe. Also ich denke, ich habe Petra dieses Mal nicht nötig. Dieses Mal darf sie sich mal ausruhen. So, wo haben wir sie denn? Komm, da. Und dafür kommt Edelgard jetzt mal wieder rein. Zeit, dass sie wieder in Action kommt. Ah ja. Ausgerechnet hier befindet sie sich? Diese Gruppe kann sich dann dementsprechend am wenigsten hier bewegen. Das finde ich aber jetzt auch nicht schön. Naja, gut. Wird schon schief gehen hier. So, damit legen wir jetzt endlich mal los, ne? Ach du Scheiße. Ja, wir müssen die Leute retten. So ist es. Wir müssen jeden retten. Rette die Händler und bringe sie vom Schlachtfeld runter. Du kannst Belohnung erhalten, je nachdem, wie viele du dir zur Flucht hilfst. Ja, das weiß ich, das ist mir klar.
Das muss ich auch schaffen. Entsprechend müssen wir also den Typen von da entfernen. Beziehungsweise den hier. Ignaz, deine Bogenfertigkeit haben wir wieder benötigt. Du bist ja der bessere Bogenschütze, also zeig's ihm! Yes. So gefällt mir das. So, meine Wenigkeit kümmert sich jetzt um diesen Möchtegern-Ritter. Und weg. Yes. Level 26. Alter. Ich komme bald auf die 30 zu. So, jetzt hat, dass ich jetzt mal wirklich auf die Oberstufe gelange, mein Charakter. Nix da, mein Freund. Du gehst vorher sterben hier. Morast! Man. Und tschüss. Okay, bringen wir den Typen auch zum Schweigen. Wie aktivieren wir diese Brücke? Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir... Alter Schwede, das Monster kann sich weit vorbewegen. Gibt es eigentlich einen Hebel, um die Brücke zu aktivieren, oder müssen wir einfach nur zu ihr hingelangen? Was auch immer dafür verlangt ist. Schick mir am besten Edelgard und ja, Ferdinand dorthin. Ich glaube, ihre Lanzenfertigkeiten müssen besser werden, ne? Ich meine, das Schwert. Was auch immer besser werden muss. Dass sie zum Büffelnlord aufsteigen kann. Das kriegen wir schon hin. Ach du Scheiße. Naja, aber das Vieh kann nicht so viel Schaden anrichten. Zum Glück. So. Zeig's ihm. Mit dem Stahlschwert. Ich glaube, das Donnerschwert wirkt halt wie Magie und geht auf die Magie aus. Also, ja, geht auf den Magiewert so, glaube ich. Ich glaube, darauf kommt es an. Auf diesen Wert liegt es. Wie soll ich sagen? Nee. Darauf liegt es anscheinend Wert. Will denn da bitte schon angreifen? Ach so, er. Er könnte auch keinen Schaden zufügen, what the hell? Ist doch wohl lächerlich. Hey, geben wir ihm noch einen weiteren Zug, damit er sich gleich den Techniken auch vornimmt. Nutz mal das so richtig hier. Mach den Scharfschützen hier fertig. Oh oh. Aber dann wird er von vielen Gegnern angegriffen. Oh komm, das wird er überleben, ne? Er hat sein mächtiges Schild. Warum das überlebst du, mein Freund? Ach du Scheiße! 30%, bitte, bitte nicht treffen. Nein! Jetzt wird er gelähmt. Und seine Position wird getauscht. Gut ausgewichen, wenigstens. Ach du Scheiße. Oh man, lasst ihn! Wir gehen nicht so viel los. Aber gut, er hält sich, er schlägt sich wacker gegen die Gegner. Bislang läuft's ganz gut. Ist gut, dass er gut trainiert wurde. Oh ja. Das war Autorität. Ja, ja, komm nur her, du. Autsch. So einen langen Clown. Oh Mann. Pff.
Oh, Alter! Du rockst aber sowas von. Oh, oh, aber die bereiten jetzt ihren Angriff vor. Na schön. Nochmal das Schwert des Schöpfers. Meine Fresse, du gehst ab hier. Aber sie werden bereits zu Zielen des Angriffs von den dicksten Typen. Ich muss hin, aber schnell. Ich muss was unternehmen. Ich könnte sie ja wegteleportieren, wenn es irgendwie geht. Aber bringe ich vorher diesen Typen hier zum Schweigen. Ein weiteres Mal. Das könnte ich versuchen. Rettung. Verdammt, das reicht nicht. Und was macht denn Stärke nochmal? Nicht mehr geht der höchsten Stufe. Halt alle ver... Ja, richtig. Egal, das ist wirklich die beste Heilmagie. Nutze ich das auch gleich. Alter, das heilt wirklich viel. Ich muss ihn retten irgendwie. Wie komme ich da noch hin? Ich komme da nicht rechtzeitig hin. Oh Mann. Jetzt heißt es diesen Monster heimleuchten. Genau. Positionstausch. Was? Mit 80%, das geht vorbei. Hm? Ach so, stimmt ja. Vielleicht trifft er wenigstens. Komm schon, du musst damit helfen. Über Kopf. Ach komm, warum geht es daneben? Scheiß doch drauf, das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube, ich habe keinen Heiler da, der ihn hilft. Jetzt steckt er ganz schön in der Patsche hier. Aber ich muss mich erstmal um diese Bestie kümmern, dass er nicht zu den Dorfbewohnern hingelangt. Komm, ich glaube, ich kümmere mich doch lieber um die Bestie erstmals. Dann triffst du wenigstens bitte ihn. Come on. Jawohl. Genau das wollte ich sehen. Ja, jetzt gehen sie halt auf Edelgard los, aber dazu wird es nicht kommen. Oh oh, Bogenschütze. Los, Vector. Tor 4. Stimmt, der kann sich jetzt leider nicht bewegen. Jetzt könnte ich nicht den Bogenschützen aus dem Weg räumen, wie ich es wollte. Na gut. Dann sollte ich erstmals die Bestie aus dem Weg räumen. Guck, Magie, Feuer! Burn! Oh yeah! Das Level Up für Shamir. Sehr schön! Sein Schild wurde gebrochen. Jetzt kann ich umso mehr machen. So gebe ich. Nimm die Chance noch.
anzugreifen. Oh, die Bestie könnte er fertig machen. Boah, ich will mit Dorothea eher angreifen, aber ich glaube, ich sollte lieber ihm helfen. Also sollte ich lieber tanzen. Damit Hahnemann noch einen weiteren Zug bekommt. Versucht mir zwar im Herzen, wie die EP herzugeben, aber was soll ich machen? Er soll lieber diese Bestie fertig machen. So, ein Problem weniger. Und du, Hahnemann, zeigst jetzt den Typen, wo der Hammer hängt. Jetzt setzen wir diesen Zauber ein. Und zack, weg! Weggecrittet, wie sonst was. Oh je, aber jetzt wird das Ziel einer heftigen Partie von Angriffen und auch Edelgard wird jetzt vom Bogenschützen erwischt. Na gut, ich kann noch das Donnerschwert einsetzen. So, mach ihn fertig. Level up! Yes!